der letzten Episode. Ich hab dich getroffen, Junge. Ja. Toll, danke. Hey. Das muss die jetzt nochmal sein. Und in der Zeit wird's neblig. Na, wunderschön. Was sagt denn eigentlich unser Wärmebonus? Wärmebonus? 19,9 Grad, echt. War der nicht mal deutlich höher? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wäre schon mal besser gewesen. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark. Im Interloper-Modus in der Folge 371. Hier liegt ein Wolf mit seinem Fleisch. Ja, die Därme brauche ich jetzt nicht. Wir haben echt viel zu viele Därme. Das Fell sowieso nicht. Weil das verwenden wir ja auch nicht. Ja, wir sind mal bis zur Fichtensturzbrücke raufgewackelt. Aber da ja ein Bär herumstiefelt und der war auch nicht so begeistert, dass wir in seiner Hut waren, haben wir uns halt wieder getrollt. Brauchen momentan kein Bärenfell. Der Schlafsack ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Das muss man wirklich sagen. Ja, natürlich. Wo ist er denn überhaupt? 82%. Wir brauchen wirklich kein Bärenfell. Ich will das eigentlich auch vermeiden. Ich weiß, dass es nur digitale Tiere sind. Das könnte man bei vielen Spielen sagen, aber hat mir die Diskussion, habe ich in der letzten Folge euch erzählt, und dieses Second Extinction noch mal ein bisschen vor Augen geführt. Und ich weiß, dass es nur ein Spiel ist und ich weiß auch, dass man Spiel und Realität trennen kann oder trennen muss. Ich weiß nicht, ob das ein Muss ist. Kann ist es wahrscheinlich eher. Kann ja jeder handhaben, wie er das möchte. Aber es hat es mir halt nochmal vor Augen geführt, dass man vielleicht auch in The Long Dark nicht einfach Tiere nur abknallt, weil man halt da durch will und sie dann einfach liegen und verrotten lässt. Gut, noch schlimmer finde ich ja die Leute, die Tiere abknallen, nur damit sie ein Foto haben. Oh Gott. Ein anderes Thema. So, die Hasen haben auf jeden Fall jetzt erstmal Ruhe. Wir werden die ganzen Rohrkolbenstängel klauen, aber hey. Sie können ja auch noch anderes, sie können das normale Gras fressen, die mümmeln das ja gerne. Ja, mümmelnde Hasen, das müsste man eigentlich auch mal sehen. Finde ich ja auch witzig. Aber das sieht man leider nicht. Man sieht, wie sie sich putzen. So. Meine Gute. Guck mal, Schwesslinge. Der Hammer. Wir sind hier tatsächlich nicht so wirklich. Weißt du, das war der. Ich hab gedacht, so hoch habe ich jetzt die Rohrkolben mitgenommen. Ja, natürlich, klar. Wenn ich Hagebutten nehme, nehme ich die Rohrkolben mit. So. Ja, hier ist einiges mitzunehmen, alter Schwede. Das ist echt viel Stuff. Abkürzung gibt es hier, glaube ich, nicht. Gab es, glaube ich, früher. Aber sie haben, wie schon gesagt, die Karte sehr linear gemacht. Ich weiß nicht mal, was das für Krähen da drüben sind. Das muss auf der anderen Seite sein. Okay, ich glaube, wir haben dann alle Rohrkolbenstängel, die es in dieser Region gibt. Mit uns dabei. Ja, so muss man das so sagen. Wir haben. Ach du Schade, 61, ernsthaft. Was sagt denn das Gewicht? Wahrscheinlich hart am Limit, okay. Ja, gut. Ich hoffe, wir stolpern jetzt nicht durch noch mehr Wölfe. Ah, da kommt Zugkrähen geflogen. Während das Wetter ins Pinke sich umwandelt. Ja, wir sollten so langsam echt nach Hause gehen. Ich meine, es ist hell, das heißt, wir haben noch einiges an Sonne. Und damit auch an Licht zur Verfügung. Aber trotzdem sollte man das mal anstreben.
Ja, mein Urlaub, den ich eigentlich in der Schweiz machen wollte, also ein paar Tage zumindest in der Schweiz machen wollte, mache ich jetzt dann doch nicht in der Schweiz leider. Also gar nicht, ich fahre gar nicht weg, diesen Urlaub. Weil meine Frau kriegt, es ist ja über Zeitarbeit sozusagen beschäftigt, angestellt. Und in den meisten Fällen ist es ja leider so, dass du das Gehalt in Tranchen bekommst. Also nicht wie üblich, wenn du angestellt bist, einfach zum Monatswechsel und fertig, das gesamte Gehalt, sondern ein Abschlag zum Monatswechsel und den Rest halt dann irgendwann in der Mitte oder ja. Bei ihr halt am 15. Bankwerktag. Das heißt noch 3 Wochen. Und da ist mein Urlaub leider vorbei und damit hab ich dann gesagt, das funktioniert nicht. Das ist mir zu riskant. Darf ja nichts dazwischen kommen. Unsere ich habe auch mal ein Schössling. Unsere Vorräte sind leider durch die Kurzarbeit, die sie hatte. Der Hirschkongress ist wieder aktiv. Relativ stark geschrumpft. Ach, das sind die Wölfe da hinten, ja. Ich weiß gar nicht, wo der andere hingerannt ist. Nein. So gerne ich auch würde, aber das bringt halt leider nichts. Ich krieg das dann mental auch nicht aus dem Kopf. Das ist einfach so. Ich fühle mich dann immer gleich wieder so egoistisch. Dass ich dann sage, naja, es ist zwar mein Taschengeld, ich habe das ja aufgespart und so weiter, aber trotzdem, wenn Not am Manne ist, steht das natürlich trotzdem zur Verfügung, das ist ja klar. Und die Jungs von uns hier, die Jungs sind hier ja auf 4 Beinen unterwegs. Die werden ja auch älter und da kann schnell mal was passieren. Noch sind sie in einer guten Verfassung, dass sie da mal ein Malheur oder so schnell wegstecken. Aber das weiß man dann mal nicht, das geht dann mal schnell. Die raufen halt gerne auch mal miteinander und dann, ja. Das kann auch mal schnell und ins Auge gehen. Der kleine Kater hat sich letztens so am Ohr gekratzt, dass er sich komplett blutig gekratzt hat. Meine Frau wollte gleich zum Tierarzt. Da hab ich halt auch gemeint, was will sie denn da machen? Dann rasiert sie die Stelle frei, desinfiziert das und, wenn du Glück hast, macht sie einen Verband drauf. Und vielleicht noch, kriegt er dann noch so einen Cone of Shame, so ein Schamkragen. Ah, nee. Ich habe dann gesagt, das kriegt der auch hin. Wir haben nur geguckt, dass es halt nicht sich entzündet oder so. Und das hat es ja auch nicht. Haben es halt mal abgewaschen. Das hat ihm nicht so gefallen, dass er nass gemacht wird durch Frechheit. Der Katzen und Wasser, das funktioniert nur bei sehr wenig Katzen. Ich glaube, wie heißen die? Irgendwas mit B. Das fällt mir wieder nicht ein. Ja, ich und Nam, das ist echt schlimm. Siam. Nicht mit B. So gut, kann ich mir das merken. Die mögen, glaube ich, ganz gerne Wasser. Und da gibt es noch irgendeine Katzenart. Also eher so eine schlanke Katzenart. Die mögen eigentlich auch ganz gerne Wasser. Ja, immer rein damit. Man muss ja auch mal gegessen werden. Schöner Abend. Haben wir eigentlich irgendwas hier rauszuwerfen? Wir haben die ganzen Fackeln auseinanderzunehmen. Nee, haben wir nicht. Okay, alles klar. Dann rein. Wir waren ja relativ viel heute draußen. So, bist du dann soweit? Gut. Schnappst du noch Wasser? Ja, schon. Deswegen bin ich ja schon dabei hier. Guck mal. 51 Stück kommen jetzt hier rein. Sie passen sogar rein. Na gut, 40 Kilo gehen da rein. 78. Wir haben hier Tee, echt? Ich meine, wir trinken den relativ selten. Deswegen muss ich jetzt nicht so viel mitnehmen. Da reicht es wahrscheinlich wirklich, wenn ich nur ein bisschen mitnehme. Ansonsten geht es uns eigentlich relativ gut. Muss man tatsächlich sagen. So, steck mal den Bogen weg. Hier drinnen droht dir hoffentlich keine Gefahr. Ja, das macht ja nichts. Ist das alles? Ich, das alles?
Das wäre viel mehr. Gut, da ich sowieso nichts mehr sehe. Ja, es war tatsächlich alles. Okay. So, die Schösslinge legt man direkt vor die Kiste. Damit wir das dort haben. Und zwar alle vier. Ne, die sind natürlich unter Material. Ah, guck mal, da können wir wieder ordentlich verbasteln. Achso, ja. Muss mir dann viermal drücken. Kannst du wieder drauflegen? Sehr schön. Ne, ne, geh nur zwei drauf. Ne, auf die Heizung bitte nicht. Das trocknet mir dann zu schnell. Oder? War da nicht was Grünes eben? Doch, war es schon. Wieso kriegst du da nur drei drauf? Was ist dein Problem? Ist das wieder irgend so ein mentales Ding oder was? Gut, dann leg's halt da hin. Okay. Gut. Das heißt, die 14 Federn. Eigentlich müsste das Zeug runter. Ja, eigentlich müsste das Zeug tatsächlich runter. Die Werkbank ist nicht hier. Okay, dann lass mich das mal komplett mitnehmen. Und die Pfeilspitze natürlich auch. So, dann haben wir noch eine Dose gefunden, tatsächlich. In dem Container. Das Öl, wie es rauscht. Ach, wir bräuchten noch eine... Wir bräuchten noch eine Kohle. Haben wir noch einen Pilz hier? Und dann gib mir die 8 auch noch. Genau, dann kriegt man die auch noch verbastelt. Haben wir noch was zu tun. So, genug gerauscht. Komm weg damit. Genau. Achso, ja, das geht ja nicht. Ja, ich... das ist einfach so ein Ding, das werde ich einfach... Ich komme darauf nicht klar. Dass das einfach nicht geht aus dem Inventar raus. Tja, so ist es halt. Na, nee, das kannst du vergessen, meine Gute. Das wird auch so nichts. Und selbst wenn wir die Fackeln auseinandergenommen haben, selbst dann wird das nichts. Da bin ich mir relativ sicher. So, ab ins Inventar zu den ganzen Fackeln natürlich. So. Kann man so irgendwie Qualität? Leg mal den Pfeil ab. So, dann zerlege ich das mal. Gut, das waren die Fackeln. Dann sind wir auch ein Stückchen leichter, aber wirklich leider nur ein Stückchen. Okay, die Stöcke. Ja, eigentlich müsste man sie auch runternehmen, weil wir ja unten dann eigentlich ein Feuerchen machen wollen. Also es wird ein bisschen ein schwerer Marsch. Nach unten. Das mit dem Seilabstieg, das wird aber auch eine Herausforderung. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das in einem Rutsch schaffen. Nehmt ihr mal den Pfeil wieder. Okay, dann warten wir jetzt mal 2 Stunden. Ja, wahrscheinlich müssen wir dann zweimal laufen, weil das reicht. Okay. Wasser rein und dann ab ins Bett. Auf in einen neuen Tag. Gute Nacht. Du bist komplett erholt aufgewacht, meine Gute. Tja, wie es wohl kommt. Achso, wir sollten erst futtern. Okay. Kiste. Einmal bitte ran und umlagern. Das bleibt natürlich alles hier. Das ist ja klar. Okay, den Verband nehmen wir uns jetzt wieder. Und den auch. Ja, 6 Anwendungen. Okay, dann tauschen wir noch die Schmerztabletten. Wie, das war nur ein? Achso, sind 4. Ich wollte gerade sagen, war das nur eine einzige? Die kommen immer im Doppelpack bei dir. Ja, wenn wir das nächste Mal da sind, sind die wahrscheinlich kaputt. Nein, da kann man es nicht ändern. Haben wir sonst noch was rauszulegen? Verdammt. Erst unten am Bauernhof halt. Ich wüsste nicht, was ich hier rauslegen sollte. Wir brauchen das Zeug. Und ich fülle jetzt die Lampe auch nicht auf. Nee. Tja, meine Gute. Echt, du kriegst Durst. Oh, nur langsam, dann geht das ja noch. Ah, ist finster hier. Sehr, sehr finster. Warte mal, hier irgendwo steht Wasser. Und dann wollte ich uns noch eine Kohle mitnehmen. Nur eine, bitte.
Sind das genügend Stöcke? Wahrscheinlich schon. Okay. Was sagt das Wetter? Wahrscheinlich Nebel. Oh, wir haben anderes Wetter. Hat das Wetter dann doch mal die Schnauze voll davon, echt? Na schön. Willkommen in Kanada, sag ich da nur. Tja, meine Gute. Das sieht nicht aus, als könnten wir da hier großartig Streichhölzer sparen. Okay, dann wackeln wir mal langsam runter zum Bauernhof. Vielleicht sind die Wölfe ja wieder da. Da könnte man ein bisschen auch grillen, während wir Pfeile. Wobei, für einen Pfeil brauchst du, glaube ich, relativ lang, wenn mich alles täuscht. Wann wäre ich in dem Haus hier gewesen? Ich glaube ja nicht. Die sind eh alle kaputt. Ich glaube wirklich nicht. Da oben sind noch mehr Pilze. Die Wölfe liegen auch noch. Aber die sind schon leer. Ja. Okay, dann müssen wir nochmal rumleuchten. Es ist leider noch finster. Okay, zumindest mal keine rote Kiste. Da ist nochmal was für Metall. Kann da schon noch ein bisschen was rausholen, auf jeden Fall. Da können wir was verbrennen. Tja. Die Lampe geht nicht über der Eimer, okay. Aber die Lampe geht, oder? Mit den Zweien. Ja, genau. Die zwei leuchten, die geht. Okay, die sind leer, die sind leer. Offen. Leer und offen. Und leer. Gut, alles klar. Dann waren wir in dem Haus. Sechs Pfeile haben wir nur noch, alter Schwede. Oh, es ist immer noch dasselbe Wetter. Gut. Dann ab zum Bauernhof. Ich weiß, dass hier noch tonnenweise Pilze und Hagebutten sind. Okay. Ich lasse es jetzt. Komm, wir haben genug Stoff dabei. Stuff. Nicht Stoff. Stoff haben wir jetzt nicht im Sinne von genug dabei, aber wir haben was dabei. Achso, ich habe die Inventur nicht gemacht. Ja, das ist natürlich blöd. Gut, das könnte auch der Grund sein beim ersten Mal schon, dass ich das vergessen habe. Na gut. Akzeptiere ich das jetzt mal so. Müsste ich wahrscheinlich mal unter Weiteres notieren. So, wie sieht das da vorne aus? Ich sehe da was liegen. Nee, ich sehe was laufen, okay. Was laufen und liegen. Ja, die Temperatur geht straff nach unten. Okay, ich sehe zumindest drei Wölfe, also sind es wahrscheinlich vier. Den See. Ich glaube, die haben wir schon genommen, die Rohrkolbenstängel. Da kommen wahrscheinlich die. Die vier Rohrkolbenstängel von vor zwei Folgen hier. Der linke Wolf da, der wird wahrscheinlich. Ne, der geht weg, okay. Ja, es ist wirklich sehr, sehr, sehr kalt. Wir nähern uns erstmal der Scheune, dann gucken wir mal, was in der Zwischenzeit passiert. Hallo, ich bin hier. Guck mal. Da geht er weg. Ich sehe, die macht uns tot.
Also wenn sie jaulen, sind sie nicht im Erkennungsmodus. Sehr lustig. Ja, viel Verstaumöglichkeit haben wir hier leider nicht. Ja, natürlich nicht. 33, okay. Na gut, das ist ja schon mal ein bisschen besser. Ist übrigens wunderschön. Ich schmeiß erstmal alles rein. In der Richtung. So. Dann machen wir mal ein Feuerchen. Nee, Holzkohle brauche ich nicht. Wir müssen da leider Streichhölzer nehmen. Okay. Dann starte das schon mal. Dann können wir das schon langsam mal loslegen hier. Okay. Naja gut, okay. Das war natürlich total sinnvoll, dann doch die ganzen Stöcke wegzulegen. Okay, nehmen sie mal. So viel Stuff. So viel Stock. Okay, das ist auf jeden Fall mal genügend Feuer. Da ich an die Bretter ran? Nö. Das Brett wäre noch. Echt, der kommt hier rein. Nö, kommt er nicht. Ja, ich weiß, wir sind halt vom Feuer weg. Aber so richtig warm ist das auch noch. Es steigt noch von der Temperatur. Tja. Ich will gerade mal schauen, ob wir die Wölfe eigentlich auseinandergenommen haben. Die zwei. Ja, ich weiß. Wie ist denn das hier? Das ist Zunder und Brennmaterial. Bei Fleisch sehe ich hier tatsächlich keines, okay? Ich glaube, nehmt. Ach du Schande. Das sieht übrigens wunderschön aus, das Wetterchen. Drüber geschossen. Dann kriegst du jetzt mal das Messerchen ab. Ja, hallo. Hallo, ja, ich verteidige mich. Nö, ich verteidige mich nicht. Nein, ich verteidige mich nicht. Also mit dem Messer, das funktioniert nicht, Leute. Das könnt ihr... Ja, jetzt schnappt ihr den Bogen. Und den Pfeil. Ich hab dich erwischt, du Penner. Jetzt geh nicht drauf hier, hallo. Ach du Schande. Hallo. Ja, ich weiß. Ich versuche ja, aber das ist gerade nicht so einfach. Die Wölfe sind hier extrem bissig und ich weiß nicht, wieso. Okay. Man muss wahrscheinlich nicht trifft. Okay. Ab zum Feuerchen, meine Gute. Okay. Alt F. Zwei Stück haben wir, Gott. Geil, wie das funktioniert. Ich bin richtig begeistert. Wozu auch? Gut. Ja, es muss natürlich nochmal anwenden. Komm mal hin. Ja, linkes Bein, komm. Das andere Kopf. Ah ja. Hm. Haben wir überhaupt noch Kleidung an? Oh, hä? Hier fehlt was. Hallo? Du hast keine solche Kleidung. Ja, woran könnte das wohl liegen? Hm? Komplett zerstört, die Penner. Okay. Dann machst du jetzt mal eines. Schnappst dir den Topf. Und gasst da drin einen Tee. Und den trinkst du jetzt. Gott. Alles klar. Zustand wiederherstellen. Naja, komm, wir wärmen uns erstmal komplett auf. Das bringt so gerade gar nichts. Okay. Ist das warm genug hier? Hier ist es warm genug. Nicht zu kalt ist das. Das ist so ein Mini-Feuerchen. Dann hau die anderen Stück halt auch noch rein. Ist mir egal.
Darauf kommt es gerade nicht so wirklich an. Das ist so ein Mist. Tja, da haben wir halt wieder Stoff für Verbände. So einfach ist das. Ja, der wunderschön. Ach du Schande, wunderschön. Das waren extrem bissige Viecher. Meine Fresse. Okay, wir brauchen zwei Bartflechtenverbände. Und zwei normale Verbände. Genau. So, da müsste man eigentlich auch warm sein inzwischen. Dieses Feuerchen. Uiuiui. Okay, das war zu teuer, sozusagen. Wenn man das mal in Form von Geld ummünzen will. War das eigentlich zu teuer? Ja, der Wärmebonus ist weg, verdammt. Jetzt mach hin. Ich stehe da erst eine Stunde rum. Merkst du dann sofort, wie die Temperatur wieder sinkt hier. Komm. Also wenn wir schon so viel Blut jetzt hier, also so viel geblutet haben, dann okay, schmeiß die dreimal raus. Notfallspritzen könnte man sich auch noch geben zur Not. Das wäre nicht das Problem. Jetzt leg's ab. Ich weiß nicht, wie das geht. Tja. Ja, natürlich. Zwölf Minuten. Gott, kannst du dir noch einen nehmen? Bring mal Tees, bis der Arzt kommt. Zustand wiederherstellen. Zwei Stunden, eine Stunde. Fährt der 5 Kilo. Dann machst du erstmal nur 2 Kilo. Wir müssen das ein bisschen sanfter machen. Okay, das geht. Ja, ja, schon. Kannst du nochmal 2 Kilo. Bin da nicht zu sehr Prozenten um uns werfen. Dann gehen wir vielleicht doch nochmal rauf zum Haus der grauen Mutter. Wir werden das ganze Munitionsbastelmaterial irgendwo ablegen. Im Bauernhof. Ja, das kann durchaus sein. Okay. Gucken, ob wir da irgendwo ein Fach haben, was groß genug ist, wo das ganze Zeug reinpasst. Ja, mal so Gedenksekunde hier. Gott. Passt das alles da rein? 15 Kilo, ja, sollte eigentlich schon. Eigentlich schon. Klipp, klapp. Haben wir sonst noch was? Kaputter Pfeil. Du Schande. Also wirklich viel Stuff haben wir ja, glaube ich, hier nicht, oder? Ein Kaninchen, okay, das ist nicht viel. Okay, dann stellen wir mal die Fallen auf. Wo sind die denn? Ah, da drüben liegt auch noch ein Wolf. Ja. Tja, Jungs, meine Kleidung ist kaputt gegangen. Ich brauche da mal ein bisschen Hilfe. Ja, ja, schon. Ich müsste mal eruieren. Wo wir noch einen Wollohrenwärmer haben. Dass wir vielleicht da als nächstes das mal ansteuern. Okay. Das dauert jetzt eh ein bisschen. Dann gucken wir mal hier durch. Ob wir da irgendwas in der Richtung sehen. Das ist Anglerlager. Wir haben zumindest Tuchs. Okay. Ansonsten... Oh, jede Menge Kaninchenfälle. Okay. Sieht nicht danach aus. Hibernia. Nee, auch nichts. Okay. Berghütte. Da könnte ja was sein. Dünner Wollpullover, Tuch, Jeans, Wollsocken. Nee, leider nicht. Okay.
Da ist nur ein Wollschal. Das Gemeindezentrum war das. Bauernhof Scheune. Wollschal Jeans. Bootsenpullover mit Kinojacke. Oberer Damm. Keine Kleidung? Anscheinend nicht. Gut. Spence Heimat. Ja, das würde mich schwer wundern. Bauernhof Milton. Da habe ich ja gerade geguckt. Dünner Wollpullover. Die Einsiedlerhutte. Die hat keine Kleidung. Das wildere Lager, das würde mich auch schwer wundern. Und das Lagerbüro, da haben wir, glaube ich, auch nichts in der Richtung. Skijacke, dünner Wollpullover, Jeans und Tuch. Beschädigte Bahnstrecke im Reparaturschuppen ist auch nichts dergleichen. Und dann haben wir noch Bleak Inlet Konservenfabrik. Aber das auch nichts. Ja, ich fürchte tatsächlich, dass das Stumpflusstal die einzige Region ist, die vielleicht noch was hergibt. So, Zustand wiederherstellen. 1:11, okay. Temperatur steigt, dauert leider noch. Okay, dann lass uns erstmal warm warten. Zumindest hat sich das Feuer gelohnt. Okay, was haben wir denn sonst noch an Dingen, die wir trinken können? Außer Kaffee und Tee. Haben wir da auch nichts so in der Richtung Pilz und so. Wir haben das halt alles oben gelassen. Ja, gerade die Pilze wären halt schon sinnvoll. Haben wir nicht auch hier Pilze? In dem Bauernhof. Ja, jetzt geht es um Schadenbegrenzung. Das heißt, die ganzen Weiterreise-Ideen sind natürlich jetzt erstmal auf Eis gelegt. Achso, da drin sind ja auch noch Töpfe. Mit Wasser allerdings, oder? Gut. So. Haben wir hier irgendwas in der Richtung drin, was wir hagebutten nun? Oh, wir haben noch Birkenrindtees. Also Birkenrinden. Die Tees müssen wir erst noch machen. Okay, das heißt auch, wir müssen noch ein bisschen nach... also wir werden natürlich hier noch gucken, dass wir die ganzen Wölfe noch auseinandernehmen, die hier halt herumliegen. Und jetzt muss ich natürlich ins Journal, weil ich das mit den Kaninchen festhalten muss. Die Zahl zumindest. 61, okay. Das ist hier Hasenfalle Milton Bauernhof. Achso, 61. So. Okay, 19 Minuten. Ist leicht stürmisch da draußen. Ja, wir brauchen mehr Fleisch. Okay. Gut. Inzwischen sind wir ja warm. Wie bitte was? Du bist immer noch da? Junge, ich habe echt die Schnauze voll von euch, ganz ehrlich. Das Fleisch ist noch schön warm. Oh, bitte, 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 reich. Bitte, bitte, bitte. Verdammt. Vom Wind, hör auf, hör auf. Schnell hin. Gut, eins ist fertig, okay. Gut. Ja, ein bisschen Wasser könnte man natürlich auch noch machen, das ist klar. Wir brauchen echt mehr Holz. Ja, denn sonst kein Holz hier. Gut, leer ist natürlich leer, das ist klar. Das ist ein bisschen zu stürmisch gerade, um herumzusuchen nach Holz. Gut, da muss eine Kohle her. Es hilft nichts, es ist mir jetzt einfach zu kalt. Kommen wir her damit. So. Dann sollten wir gleich zwei weitere Stücke Fleisch holen. Ja, wo immer auch die Krähen hergekommen sind. Die sind wahrscheinlich vom Wind hier mal durchgeweht. Ah, guck mal, wie schön der Wolf schwebt. Wieder 12 Minuten. Wieder eisig kalt. Wieder Prozente verloren.
Wunderschön. Okay, dann machst du da hinten jetzt erstmal, genau, den Schnee. Jetzt doch deutlich wärmer geworden. Ah ja, komm. Ja, trinken gleich mal. Stapelt sich das eigentlich oder ist das immer nur auf, es geht immer nur auf 2 Stunden maximal, na wunderschön. Also das verstehe ich auch nicht, aber hey. Achso, wir hatten schon eins. Auf Tasche. Und das gehört eigentlich darüber. Beziehungsweise kannst du auch essen. Gut. 2 Minuten, okay. Ja, eigentlich wollte ich Pfeile basteln. Jetzt produzieren wir erstmal Futter. So, das ist ja hier eigentlich tiefer. Kannst du nicht einfach hinlegen? Kannst du nicht, okay. Gut, wir sind dafür nur 10 Minuten. Mit Wärmebonus gar kein Problem. Ja, deswegen gibt es ja Leute, und ich gehöre da auch dazu, die sagen, dass heißes Wasser ja eigentlich auch einen Wärmebonus haben sollte, aber so ist es halt, ja. In der nächsten Folge geht es gerade hier weiter. Wir werden versuchen, noch so viel Fleisch wie möglich abzukochen. Pfeile basteln. Wir werden zurück zum Haus der grauen Mutter müssen. Es hilft leider nichts. Bezüglich halt Pilzen, weil die Pilze, klar, die sind halt für Magenbeschwerden, aber haben wir ja nicht. Wir haben ja Kochlevel 5, da müssen wir rohes Fleisch essen. Also das ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, wenn die Pilze aufwärmt, hast du ja auch den Wärmebonus, hast dann eher nicht, aber hast dann halt wieder eine Stunde mehr Wärmebonus, da kannst du ja auch ein bisschen mehr machen. Also brauchen wir die Pilze. Ja, ansonsten heißt es halt Prozente pflegen und wahrscheinlich sollten wir ins Stumpflusstal. Ich fürchte schon, weil wir müssen echt zusehen, dass wir da ein bisschen nochmal gucken, ob wir nicht noch einen Wollohrenwärmer finden, den wir jetzt verloren haben. Bevor wir das aber machen, werden wir aber unsere Kleidung aufmöbeln, denn die sieht nicht gut aus. Der Elchhautmantel hat auch richtig verloren, also der eine Wolf, der Penner. Und lassen wir uns schmecken. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.